Grossartig, zusammen Gott anzubeten. Ich liebe es von ganzem Herzen, ganz besonders hier bei uns in der Parkarena. Ich weiss nicht, vielleicht geht es dir wie mir. Ich habe gewisse Bücher in der Bibel, die liegen mir näher und andere, ja, weniger näher. Und zu denen, die mir weniger näher gehören, liegen, das sind Psalmen. Es gibt Leute, die werden mega warm damit. Ich werde überhaupt nicht warm damit. Weil ein Psalm, der beschäftigt mich das Leben lang. Immer wieder, periodisch. Das ist ein Psalm 73. Das ist echt ein crazy Psalm. Ein Psalm, den ich, wenn ich müsste über geistliche Leiter schreiben, nie geschrieben hätte. Es ist nämlich das Lied vom Worship-Leiter vom Tempel, oder? Nicht von irgendjemandem, vom Worship-Leiter vom Tempel, vom Asaf. Und über viele Vers nervt er sich, dass der Gottlose so gut geht und ihm im Frommen nicht gut. Und er kommt damit nicht Schlag. Er fragt sich, wieso geht es denen, die gottlos leben, besser als denen, die mit Gott leben? Hast du dir die Frage auch schon gestellt? Sicher nicht. Und dann, also in der Mitte oder gegen den Schluss, im zweiten Drittel, kommt er irgendwo zu einer Lösung. Psalm 73, Vers 16. Ich dachte darüber nach, damit ich es begreifen möchte. Ich muss es begreifen. Wieso ist das so? Wieso ist es so ungerecht? Aber es war mir zu schwierig. Hat es nicht verstanden. Dürfen geistliche Leiter Zweifel haben? Kommen wir später nochmal darauf zurück. Bis ich ins Heiligtum Gottes ging und ihr Ende bemerkte. Als er ins Heiligtum von Gott gegangen ist, in die Gegenwart von Gott, wo er angefangen hat mit Gott zu reden, ist ihm klar geworden, es kommt aufs Ende an von den Menschen. Momentan Aufnahmen im Leben sind nie die ganze Wahrheit. Vor allem, wenn man das Momentane vom Leben von außen von Menschen anschaut, ist es noch lange nicht Wahrheit. Wie kann doch ein Leben in den schönsten Insta-Farben und Hochglanz daherkommen, aber wie sieht das Leben auf die Länge aus? Das Leben ist ein Durchlauf und fragt sich, wie vollendet man das Leben? Und wie werden wir älter und sogar alt? Und mit dem Psalmist, ihr Ende schaut an. Wie sieht das Leben in den späteren Lebensjahren aus? Ich kenne unzufriedene Leute, verbitterte, vom Leben echt mitgenommene Leute, gebrochene Leute, zerbrochene Leute. Und auf der anderen Seite begegnet mir friedvolle, versöhnte, bejahende, dankbare und lebensreiche Menschen. Du kannst wählen, zu welchen du willst im Moment gehören oder später mal willst gehören. Darum heisst meine Predigt Weichen stellen, wie kann ich gut enden. Und vielleicht denken jetzt die Jüngeren unter euch, okay, kann ich abschalten, geht mich nichts, ich bin noch lange nicht alt. Bäb, stimmt nicht. Denn wie dein Alter wird, entscheidet sich immer wieder im Leben. Würdest du ein Mensch werden, der im Alter einmal zufrieden ist, positive Ausstrahlung hat, einen Geschmack zum Leben hat? Möchtest du einmal eine Mutter, einen Vater, eine Oma, ein Opa oder eine Gott, eine Götti oder ein Nachbar sein, wo die anderen sagen, so wie die Frau, wie der Mann, möchte ich auch gerne mal werden. So will ich auch werden. So, dass Menschen sehen, dass sich das Älterwerden lohnt, dass Ältersein nicht einfach Abstellgleis ist, sondern etwas, wo noch eine ganz neue und eine andere gewaltige Qualität hat. Ein Land, das sich lohnt, anzuschauen, drin einzusteppen. Ein Land, das sich lohnt, jetzt schon die Weichen zu stellen, frühzeitig, egal wie alt du bist. In unserem Leben kommen wir immer wieder an Weichen, bei denen die Frage ist, wie wir unsere Weichen stellen. Wir sehen sie da aussen auf unseren Screens. Ich habe das Leben von sehr vielen Menschen gesehen, in all diesen Jahren, wo ich die Kirche leiten durfte und auch jetzt noch als Pastor vom Seniorenbereich. Und ich habe ein paar Geheimnisse entdeckt. Ein paar Prinzipien, geistliche Prinzipien, wie wir Weichen stellen können, damit wir im Alter eben dort sind,
wo wir eine Ausstrahlung haben, wo wir positiv sind, wo wir einen Unterschied machen und Menschen sagen, so will ich unbedingt auch werden. Wenn die vier miteinander anschauen. Die erste Weiche, ein bisschen altmodisch formuliert, Umkehr mit einem bußfertigen Herzen. Bußfertiges Herz. Bußfertig ist so ein altes Wort. Was bedeutet das wirklich? Wir wollen es anschauen anhand vom Leben von zwei Königen aus dem Ersten oder Alten Testament. Der erste König ist der Saul. Er hat ein Problem gehabt. Er hat klare Gebote von Gott missachtet als König. Und Gott hat einen Prophet zu ihm geschickt, Samuel, um ihm zu sagen, dass er die Anordnungen von Gott missachtet hat. Was war im Saul seine Reaktion? Er will seinen Fehler nicht wahrhaben. Er will seinen Fehler nicht wahrhaben. Und sagt Folgendes. Aber das Volk hat von der Beute genommen. Der Saul hat Schwarz Peter gespielt, wie Adam und Eva am Schluss auch. Die Eva hat am Anfang der Bibel. Die Eva hat auch Schwarz Peter gespielt. Und er spielt Schwarz Peter und sagt, das Volk ist schuld. Das Volk, ich bin fein raus. Wer war König? Wer hat die Entscheidungsgewalt gehabt? Er. Aber er hat den Schwarz Peter abgeschoben. Er hat nicht wollen schuldig sein. Er hat nicht wollen zur Schuld stehen. Er hat kein bußfertiges Herz gehabt. Er hat nicht wollen umkehren, sondern er gesagt, ich habe gar nichts dafür. Oder ich wasche meine Hände in Unschuld. Und dann hat ihm Samuel, der Prophet, Knöpfe getan. Und dann ein bisschen merken wir, dass er dann irgendwie etwas eingesehen hat, was heisst im Vers 30, sagt er, ich habe gesündigt. Oha. Aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel. Okay, ich sehe sie, ich habe ein paar Fehler gemacht, aber jetzt komm und ehre mich vor den Menschen. Freunde, das ist keine Umkehr. Freunde, das ist kein Buß. Das ist keine wirkliche Umkehr, kein Einsehen von Fehlern, die man gemacht hat. Der zweite König ist der König David. Er begat einen Mord. Viel schlimmer als das, wo der Saul gemacht hat. Die Story dazu heisst folgendermaßen: Der König David hat eine schöne Frau gesehen, die sich gebadet hat. Und er hat sie zu sich geholt, hat mit ihr geschlafen. Dummerweise ist sie schwanger geworden. Der Mann von dieser Bathseba war im Krieg. Und der David hat den Mann, den Uriah, geholt aus dem Krieg, damit er mit der Frau schläft, damit es nachher heisst, das Kind ist von Uriah. Dummerweise war der Uriah so ein geradliniger Typ und gesagt, ich kann das nicht mit meiner Frau machen, wenn meine Kollegen im Feld aus dem Krieg sind. Ich schlafe am Boden vor dem Tor vom König. Der König hat ihn versucht abzufüllen, aber es hat nicht funktioniert. Jetzt war er aufgeschmissen. Und er hat ihn an der Front umbringen lassen. Einen gemeinsten Mord auf hinterlistige Art und Weise, um seine Schuld, sein Vergehen können zu überdecken. Auch zum David ist ein Prophet gekommen, der Prophet Nathan. Der Nathan hat dem David eine Geschichte erzählt von einem schwerreichen Mann, von einem brutalen Mann, von einem gemeinen Mann. Und die Geschichte ist so eingefahren, dass David gesagt hat, der Mann soll sterben, der das gemacht hat. Der Nathan schaut den Nathan David und sagt, du bist der Mann. Du hast gesündigt. In dieser Geschichte von dem reichen Mann, der einen Armen missbraucht hat, sein Letzte weggenommen hat und ihn umbringen lassen, das bist du. Also die gleiche Situation wie beim Saul, ein Prophet kommt und deckt die Schuld auf. Wie ist die Reaktion von David? Er sagt im 2. Samuel 12, 11, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Er sieht seine Schuld ein. Er sagt, jawohl, ich habe Schulden vom Leben geladen. Es ist wahr. Und dann macht er einen anderen Psalm, den ich auch noch gerne habe. Das ist der Psalm 51. Und dort ringt er. Das Psalm ist zum Vorsingen. Dort lässt er vorsingen, dass er Schuld auf sich geladen hat in seinem Leben und sagt, ein Auswahl daraus,
Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Zwei Männer, beide haben Fehler gemacht. Der eine lügnet seine Schuld, schiebt sie auf andere ab, ist primär um seinen guten Ruf besorgt, keine Spur von Einsicht, keine Reue, kein Bekenntnis und keine Umkehr. Er endet in Eifersucht, in Verbitterung und am Schluss sogar im Suizid. Das ist das Ende von dem unbußfertigen Mann vom Saul. Der andere, der David, er hat vielleicht die grösseren Fehler gemacht als der Saul. Er hat vielleicht mehr Dreck im Stecken gehabt als der Saul. Aber er hat sein Vergehen bekannt. Er ist dazu gestanden. Er hat es bekannt. Er hat Buße tun. Buße tun heisst bekennen. Und er ist umgekehrt. Und darum heisst es, er hat gut geendet. Zwei Männer, die unterschiedlich geendet haben. Liebe Frauen und Männer, wir alle machen Fehler. Es gibt Brüche im Leben und das ist so. Die Frage ist, wie wir mit diesen Brüchen umgehen. Die Frage ist, ob wir sie stehen lassen, ob wir sie zudecken, nicht wahrhaben wollen, anderen zuschieben, rechtfertigen, entschuldigen, eben Schwarz-Peter spielen. Und wenn wir das machen, modert das, was ist, was wir verbockt haben, weiter in unserem Leben. Und was modert in unserem Leben und nicht ausreissen an den Wurzeln, das wird später, wenn wir älter werden, kommt das ein Tag. Und das gibt dann eben die Verbitterung. Das gibt dann eben auch die Mürrigkeit im Alter. Umgekehrt, wenn wir nochmal das alte Wort Buß führen nehmen, nochmal das, es gibt ein Wort, das katholische Kirche herauskommt, die Ohrenbeichte. Das ist der Unterschied zum Beichtstuhl. Einfach die Ohrenbeichte. Dass man zu jemandem geht und sagt, hey, ich habe gefehlt in meinem Leben. Das und das habe ich verbockt. Mein Vater, er hat einiges verbockt in seinem Leben. Und er ist zu zwei Männern gegangen. Zu einem Jungen und zu einem Älteren. Zu einem Jungen, der jetzt nicht ein hochgeistlicher Leiter war und hat ihn bekannt, sein ganzes Leben angelegt und gesagt, das habe ich verbockt und das habe ich verbockt und das habe ich verbockt. Das ist mit dem Grund, dass mein Vater aufs Alter ein Vorbild geworden ist für so viele Leute. Wir haben etwas verloren, das ist die Beichte, das Bekennen, dass wir Fehler gemacht haben, dass wir Schuld auf uns geladen haben. Das Bekennen und das Umkehren gehören zusammen, Freunde. Wenn du willst, eine Frau, ein Mann werden, der im Alter nicht verbittert ist, sondern ein Vorbild darf sie für andere, dann ist einer von den Geheimnissen davon. Buß tun, Umkehr. Bekennen und umkehren. Ich weiss, das braucht Mut. Vielleicht wäre gerade heute Morgen dazu, wir haben ein Gebetsteam, das mit allem umgehen kann. Nehme ich jetzt einmal so schön an. Ich sage nämlich, in Griechenland, in unserer Freizeit, sage ich, ihr könnt mir alles sagen. Ihr könnt mir nichts sagen, was ich noch nie gehört habe. Ich weiss auch nicht, warum in dem Griechenland, in der Freizeit, wenn die Leute aus der ganzen Schweiz kommen, aus Berner Oberland und weiss ich woher, überall, hinter dem Kind ist der Kracken, dann klären sie ihre Kübel aus. Aber bei uns ist das irgendwie eine Schamkultur. Aber Freunde, es befreit dermassen. Wieso soll man es dann vor Menschen bekennen, wie es befreit, wie es einen Stachel nimmt, wie Satan kein Anrecht mehr hat, zum Verklagen, wie man es bekannt hat. Okay, das Erste. Zweite Weiche, sagen jetzt die einen davon, abhaken, kenne ich, ist vergeben. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Der erste Teil haben wir schon angeschaut jetzt. Der zweite Teil geht ums Vergehen von der Schuld von anderen. Und wenn wir vom Vergehen reden, dann reden wir oft davon oder denken wir, wir tun den anderen etwas zu lieb. Es hat einen Anteil, wenn du vergisst, dass du anderen etwas lieb tust. Aber ich sage dir eins, vor allem, dass du dir etwas lieb.
Es ist deine Herzenshygiene, wenn du Menschen vergisst, die dich verletzt haben. Unvergebens wird später sich rächen, genau. Wir sagen zu schnell, ich kann vergeben. Aber Freunde, auch das geht tief. Es geht tief ins Leben hier. Es geht um Eltern, es geht um Geschwister, es geht um Nachbarn, es geht um Lehrerinnen und Lehrer, es geht um so viele Menschen. Ich finde es schön, dass in gewissen Kreisen dass unser Vater, die Menschen jeden Tag betet. Und eigentlich müssen sie jeden Tag dort anhalten, wo es heisst, und vergib uns unsere Schuld, das Bekenntnis, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und sich prüfen, wo man schuldig geworden ist, wo man auch vergeben muss. Die dritte Weiche, wo ich entdeckt habe in Menschen, die so Vorbilder geworden sind für mich, wo ich so sehe, so will ich auch noch älter werden. Das dritte ist das Loslassen. Nicht alles im Leben gelingt, nicht alle Träume, nicht alle Vorstellungen werden erfüllt. Das Leben beinhaltet Enttäuschungen, Kinderlosigkeit, Tod vom lieben Angehörigen, Karriereknick, Enttäuschungen in der Kirche. Es gibt so viele Momente von Enttäuschungen. Und dazu hat Nadia Lussi am letzten Sonntag sehr gute Predigt gehalten. Darum will ich jetzt auf das nicht näher eingehen. Nur etwas sagen. Wenn du Enttäuschungen behaltest, wird es wieder Einfluss haben, wie du älter wirst. Ich bin im Moment dran, von den Altvätern zu lesen. So die Wüstenväter, die ersten, so 2. bis 3. Jahrhundert. Und einer von den allerersten, von den grossen Wüstenvätern, ist Antonius gewesen. Und er sagt, lass dich nicht ein Ding gereuen, das vorbei ist. Lass dich nicht ein Ding gereuen, das vorbei ist. Wohl dem Mensch, wo Enttäuschungen nicht festhebt. Wohl dem Mensch, wo nicht zulässt, dass Enttäuschungen in seinem Herzen grassieren. Wohl dem Mensch, wo Enttäuschungen kann überwinden. Und dazu ist das Kreuz da. Am Kreuz können wir Enttäuschungen überwinden. Enttäuschung ans Kreuz bringen und dem Fürschi schauen und weitergehen. Pastoren enttäuschen, Kirchen enttäuschen, Menschen enttäuschen, Gott manchmal enttäuscht. Letztens habe ich davon gelesen, von einem Wüstenvater, der sogar schreibt, manchmal muss man auch Gott vergeben. Weil man so sauer ist auf Gott. Weil man so nicht verstehen kann, was passiert ist. Weil man so in die Anklage gekommen ist, und das dürfen wir im Moment machen, Nachklagen. Mit dem kann Gott umgehen. Aber auf die Länge, Gott können vergeben. Sonst bleibt der Glaube im Hals stecken und geht nicht ins Herz runter. Die vierte und letzte Weiche, die ich euch zeigen möchte, ist authentisch leben. Die Bibel ist so total ehrlich. Menschen, die ich weiss, die ich kenne, die reif geworden sind im Alter. Und ich darf sagen, ich kenne ein paar Leute hier, gerade bei uns im Townvillage nebenzu, haben wir ein paar ganz tolle Senioren, die 10, 15 Jahre älter sind als ich. Und ich sage, genauso will ich auch sein. Genauso positiv, so aufgestellt, so aufgeräumt, so lebensreich will ich auch werden. Sie haben authentisch gelebt. Und die Bibel ist so authentisch, Freunde. Die Bibel zeigt uns einen Gideon. Die Bibel zeigt uns einen Mose. Die Bibel zeigt uns so viele Menschen. So viele Männer, vor allem Männer. In der Kultur war das so gewesen. Aber vor allem Männer, die gefallen sind, die ein Köbeli oder ein Jakob. Ich meine, das war ein furchtbarer, trümmeliger Typ. Und Gott ist mit dem Schlag gekommen. Warum schreibt Gott die Bibel so ehrlich, so authentisch, so transparent, um dir zuzurufen, sei auch authentisch?
Lebe nicht einen Glauben, den du gar nicht hast. Sei ehrlich, sei transparent. Lebe den, wo du bist. Es gibt nur Menschen, die spielen Theater in ihrem Leben. Die einen spielen frommes Theater und die anderen spielen anderes Theater. Es ist verdammt hart, nicht der zu leben, wo man ist. Etwas vorzugeben, wo man gar nicht ist. So ein zuckergussfrommer Anstrich oder weiss ich was. Freunde, die Bibel ermutigt uns, authentisch zu sein im Leben. Ich sage immer, ich bin auf der Bühne der gleiche wie im Schlafzimmer, aber ich mache nicht das Gleiche. Stand zu deinen Schwächen und deinen Grenzen, zu deinem Versagen und deinen Fragen. Das kannst du auch der Familie machen. Weißt du, deine Kinder, sobald sie ein bisschen grösser sind, die suchen nicht den perfekten Papi, die perfekte Mami. Ich habe, wie ich gesagt habe, keinen perfekten Vater gehabt. Aber ich habe gelernt, wie er mit seinen Schwächen gekämpft hat und dem Glauben festgehalten hat. Und wie er nie aufgegeben hat. Und das hat mich geprägt. Du kannst auch Schwächen haben als Mutter, als Vater. Deine Kinder, wenn sie grösser sind, Teenager, also sie dürfen das miterleben. Wenn sie 3 sind, bist du eh der Grösste. Aber später merkt sie es ja. Und dann wollen sie lernen, wie man mit Schwächen umgeht. So wie man sie in der Bibel auch lernt. Ich möchte auch einen Einschub machen. Wir Gemeindeglieder, was suchen wir für Pastoren? Suchen wir die perfekten Pastoren? Die, die grossen Vorbilder sind, wo alle Fragen geklärt sind, wo alle theologischen Sachen genau wissen, wo so straight ahead gehen, so klar vorwärts gehen, ohne mit den Wimpern zu zucken. So wie ein CEO von einer grossen Firma äußerlich der Firma vorsteht und tut, wenn er alles im Griff hat. Wir müssen uns fragen, was suchen wir für Pastoren? Ein paar von diesen Heavys, von diesen Vorzeigepastoren sind leider gescheitert. Steht mir nicht an, darüber zu reden. Aber könnte es sein, dass der eine oder andere eben nicht authentisch war, sondern in einer Rolle nie gedrängt worden ist oder in einer Rolle nie gewachsen ist, wo er nicht mehr sich selber war. Vergiss nie mehr, ein Freund von mir, auch ein Pastor, auch von dieser Stadt, ist viele Jahre seither, darum kann ich es erzählen. Wir hatten eine Freundschaft gehabt, und ich habe ihm erzählt, wie ich am Freitag, am Montag in meinem Garten hocke und Bio heben und es schön habe und zünneln. Und die Leute laufen vorbei und sagen, hoi Hannes. Und sie freuen sich, dass ich ausruhen kann. Mindestens habe ich es gedacht. Und er hat gesagt, das könnte ich nie machen. Das könnte ich nie machen. Ich kann nicht rausgehen. Die dürfen nicht sehen, dass ich nicht arbeiten muss. 3 Monate später hat er eine andere Frau gehabt. Können wir umgehen mit Pastoren, die auch Glaubensfragen haben? Die auch Sachen weiter denken müssen? Die sich auch verändern? Freunde, wir können dankbar sein, dass wir Pastoren haben, Nachfolger von mir in der Breite aussen. Mehr noch als die 3 Pastoren, die anderen. Ich kenne sie. Ich durfte viele von ihnen leiten. Und sie sind authentisch. Sie sind wahr und ehrlich. Die Frage ist, dürfen sie das sein? Wir alle haben zwischendurch Glaubensfragen. Wir alle haben Sachen, die uns beschäftigen. Und wenn wir das miteinander teilen, dann lernen wir, wie wir damit umgehen können. Ein perfektes Theaterleben ist dermaßen anstrengend. Man kann es gut eintrainieren, aber es rächt sich in reiferem Alter. Ha! Bin ich gerade fertig dann? Ich möchte dich fragen, welche Weiche das für dich am herausforderndsten ist. Das Bekennen und das Umkehren. Das Bekennen von Menschen,
Vielleicht nur für einen Menschen. Wir haben Seelsorger in unserer Kirche. Die hören dir gerne zu. Umkehr, Buss tun. Ist das für dich herausfordernd? Immer wieder im Leben können wir an solche Weggabel liegen. Solche Weichenstellungen. Oder ist es für dich herausfordernd, von Herzen zu vergeben? Oder ist es für dich herausfordernd, das Loslassen? Das Loslassen von Enttäuschungen. Das Loslassen vom Jungsein. Das Loslassen vom Dynamischsein, weil du nicht mehr so dynamisch bist. Das Loslassen von Gesundheit. Oder ist es für dich schwieriger, das authentische Leben? Authentisch leben heisst nicht weinerlich leben. Aber es heisst so zu leben, wie du wirklich bist. Mit all deinen Stärken und all deinen Schwächen. Wenn du eine Weiche hast, die du heute stellen willst, dann ist unser Gebetsteam gern für dich bereit. Auch wenn du sonst etwas hast auf dem Herzen, wo du willst, dass man für dich betet, dann geh zu ihnen, sie sind da. Das braucht manchmal einen Schritt, zu ihnen zu gehen. Man sieht dich, ja. Ich nicht, ich schaue führen. Du hast eine Gelegenheit, zum Abendmahl zu gehen. Das Mahl von der Versöhnung. Von deinem Heimhaus hast du die Gelegenheit, auf den Button zu drücken. Und gern betet jemand für dich. Darf ich auch bitte aufzustehen? Herr, ich danke dir für die Frauen und Männer, die heute gekommen sind oder die hier zugeschaltet sind. Du rufst uns zu. Es ist nicht der Weltuntergang, wenn etwas zerbricht. Es ist nicht der Weltuntergang, wenn wir Fehler machen. Du willst wiederherstellen. Heiliger Geist, ich frage jetzt, dass du jetzt wirkst in unseren Herzen. So zeigst, wo wir Bedarf haben, einen Schritt zu machen. Heiliger Geist, ich denke an den jungen Mann, der in Griechenland zu mir gekommen ist und noch nicht gesessen ist und angefangen hat, losheulen und gesagt hat, wenn du wüsstest, wie verdammt hart das ist, immer das Theater zu spielen. Jesus, du liebst uns von ganzem Herzen. Du liebst uns von ganzem Herzen. Und du lässt uns ein freies Herz bekommen. Immer wieder in unserem Leben. Und ich wünsche mir so sehr, dass junge Menschen und mittelalterliche Menschen zu älteren Menschen heranwachsen, wo andere sagen, so will ich auch werden. So positiv, so versöhnt, so zuversichtlich, so fröhlich will ich auch mein Leben beenden. Hilf uns auch dort, wo wir so Momentaufnahmen haben, von Menschen, wo wir denken, ja, ja, der Gottlose geht es besser als mir. Gib uns den Durchblick. Danke vielmals. Jesus, ich will sagen, ich liebe dich. Heiliger Geist, ich sage dir, ich habe dich lieb. Der Vater im Himmel, ich sage dir, ich habe dich lieb. Amen.